Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, hier bei Europa Universalis 4. Und wir sehen schon, ich bin euer Tastenauer erstmal, wir sind wieder zurück. Wir haben jetzt Asturias wieder besetzt, alles ist in Ordnung. Unsere Truppen können, denke ich mal, wieder hier unten nach Granada bzw. nach Tanger marschieren. Denn dort werden wir am ehesten Ärger haben in Zukunft. Da können wir auch alle Truppen unterhalten, sehr schön. Und währenddessen werde ich aber einmal hier schon mal das Militär auf 50% runtersetzen, weil das sonst viel zu teuer ist hier. Ihr seht schon, allein so haben wir noch minus 0,92. Wir könnten die Inflation mal runtersetzen, aber auch davor, da fehlt es uns an Punkten. Alles sehr ärgerlich momentan, aber nicht zu ändern. So, es gehen Gerüchte um, dass Hamburg einen Angriff auf Dithmarschen in einem Aggressionskrieg vorbereitet. Es bleibt nicht viel Zeit, wenn wir eingreifen wollen. Warum sollten wir da eingreifen? Die Eigenschaft böswillig von Niklas Dreier ist vermutlich der Grund, weshalb dies Allgemeinwissen ist. Lauenburg. Da, Hamburg. Ja, Syndikus Niklas Dreier ist ein Militarist. Ja gut. Und böswillig ist er auch. Das heißt, er will erobern. Okay, so. Wir sind hier immer noch mit einer hohen Chance unterwegs. Allerdings dauert es mit dem Papsteinfluss jetzt auch eine ganze Weile. Müssen wir mal schauen. So, bei den Ständen hatte ich ja geguckt. Allerdings können wir hier uns keinen höheren Einfluss mehr leisten. Ach so, wenn die unter 40 sind, können wir auch die Sachen nicht machen. Wir könnten Monopolkarters gewähren für Loyalität, aber nee, aktuell. Aktuell ist das kein Ding. Gut. Aha, interessant. Okay, dann machen wir mit ihnen erstmal nichts. Aber mit den Adligen konnten wir nichts machen. Mit dem Klerus wollten wir eventuell noch einen Inquisitor für die Missionsstärke machen. Aber ich wollte erst warten, bis die Kernprovinz unten in Tanger fertig ist. Mamelukenreich hat uns als neuen Rivalen bestimmt. Das ist ja schön fürs Mamelukenreich. Ich hoffe, dass das keine allzu großen Folgen hier für uns hat. Das wäre nämlich sehr ärgerlich. So, Portugal versucht ja immer noch Fez zu erobern. Die sind also auch noch gegen Marokko unterwegs. Marokko ist aber auch hier mit nicht wenigen Leuten in Ceuta. So, eine Königin-Gemahl des Volks. Es ist für uns deutlich, dass Königin-Gemahl Lin Juana eine Frau mit einem Herz aus Gold ist. Hatten wir es nicht schon mal? Sie gibt immer ihr Bestes, um ihrem Gatten König Philippe I. zu gefallen und behandelt ihre Freunde mit beispielloser Freundlichkeit. Während eines jüngst unternommenen Ausflugs in die Provinz Salamanca sah Königin-Gemahlin Juana das Leiden der ärmsten Bauern mit eigenen Augen. Seitdem arbeitet sie an einem Plan, um ihren ärmsten Untertanen zu helfen. Um diese Ideen jedoch in die Realität umzusetzen, benötigt Juana Mittel aus der Schatzkammer der Nation. Nein! Minus 60 Dekaten und minus 15 administrative Macht. Aber wir bekommen minus 2 Unruhe. Und Legitimität brauchen wir aktuell nicht. Nee, ich glaube, das ist tatsächlich aktuell in dieser Gemengenlage mit diesem frischen Aufstand im Gedächtnis. Klar, wir haben sie jetzt vertrieben, aber in Tanger sind uns die Leute nicht gewogen. Und ja, trotzdem in Rioja und Granada ist immer noch ein bisschen was los. Wir machen das. 60 Dukaten, das müssen wir jetzt halt mal ausgeben. Das ist eben so. Dafür haben wir jetzt aber erstmal ein bisschen mehr Ruhe. So, Portugal greift wahrscheinlich erfolgreich hier an, oder? Wer hat denn hier den Malus? Wahrscheinlich Portugal. Aber das sieht ja trotzdem ganz gut hier aus, weil die einen besseren General auch haben, ne? 0011 gegen 3330. Okay, ja gut, da stellt sich die Frage dann nicht, wer gewinnt. So, die können wir wieder zusammenführen unter unserem defensiven Planer Nuno de Guzman, der ein sehr gutes Trade bekommen hat, wie ich finde. Mit weniger Verlusten. So, die Kernprovinz ist immer noch nicht fertig. Und wir haben immer noch keine 100 Admin-Macht für die Stabilität. Aber einen exzellenten Minister haben wir. Wir haben das Glück gehabt, einen exzellenten Minister zu ernennen, dessen Handlungen wahrscheinlich von großem Nutzen für unser Reich sein werden. Oh, wir bekommen kostenlos Stabilität. Das ist glücklich. Erhält 25 Prestige. Das ist auch richtig gut. Und 40 Admin-Macht. Das ist auch richtig gut. Wir könnten aber auch auf Armee- und Marine-Tradition gehen. Das wäre für uns ja aktuell auch nicht so schlecht, ne? 18,1.
Wo waren die Marinetraditionen? Da, 12,8. Ja. Tja, allerdings muss ich sagen, naja, also was wir sparen, wir bekommen eine Stabilität, das heißt, wir sparen 100 Admin-Punkte ein, erhalten obendrauf nochmal 40, also haben 140 Admin-Punkte quasi plus gemacht, wenn wir das tun, und 25 Prestige. Das gibt uns ja ebenfalls noch einen kleinen Bonus auf Moral der Armee und der Flotte. Also wenn es um den Moralbonus bei den militärischen Vorzügen geht, gut, wir bekommen 100 militärische Macht. Da sind wir aber aktuell mit 5 auch nicht schlecht unterwegs. Klar wäre das auch schön. Gefechtsbreite plus 2. Fernkampf, Nahkampf, Militärtaktik und Kaserne. Ja, das ist auch nicht schlecht, ne? Aber ich weiß nicht, auf Dauer ist mir das hier noch ein bisschen wichtiger. Ich glaube nämlich, dass die hier weitere nationale Ideen irgendwann auch freischalten, ne? Wobei das jetzt langfristig eher wichtig wird. Genau, ab Stufe 7 kriegen wir die zwei Gruppen. Und da sollten wir jetzt auch nicht alles verschenken, ne? Oh, das ist wieder eine schwierige Geschichte hier. Ich glaube aber in der aktuellen Situation rollenspielerisch ist es wichtig, dass wir die Stabilität erhöhen. Und dementsprechend hier Prestige und administrative Macht nehmen. Ist mir noch aktuell noch wichtiger. Wir haben ja. Gut, Beleidigung gegen Aragon, na toll. Wir haben ja aktuell keine großen Kriegsziele. Weder hier bei Portugal, bei Aragon wollen wir nichts machen, höchstens noch hier bei Marokko. Und ansonsten wollen wir ja eigentlich keinen Offensivkrieg hier sofort forcieren. Höchstens noch auf Dauer mit Frankreich, aber das ist ja alles noch in der Ferne. Ich glaube also, Tradition und militärische Macht ist jetzt gerade nicht so von Vorteil. Ich glaube, für Philippe den Ersten, unseren neuen Herrscher, auch wenn der mit dem Militär ganz gut verbandelt ist, durch seinen strengen Charakterzug, ist er aber aktuell eher dabei, erstmal eine Stabilität zu schaffen. Ich glaube, administrative Vorzüge werden wir nutzen. Das ist schon mal ganz gut. Und dann können wir auch gleich mal gucken, dass wir hier nur noch 2, 3, 1, 5 und 12,5 haben. So, die haben hier nur noch 1,5%. Das heißt, wir können die eigentlich aus Tanger auch fast schon wegbewegen, wenn die Kernprovinz hier fertig ist und die wieder nach Granada schicken, weil dort ist es wahrscheinlicher, dass irgendwelche Rebellen wieder auftauchen nachher. So. So. Wir konnten das hier erst 1470, glaube ich, ändern, ne? Genau. Das ist 1469 Februar fertig, das ist also nicht mehr ganz so lang. Okay. So, Beziehungsverbesserung ist erreicht mit dem Kirchenstaat. Da müssen wir jetzt mal gucken. Ungarn mag uns nicht so sehr wegen der iberischen Hochzeit. Die haben irgendwie einen Hit bekommen dadurch. Wo wir eigentlich Feind eines Feindes sind. Geht das lange noch? Plus 1,1 jährlich, okay. Wir sind bündnisbrüchig, aber wir können ja trotzdem uns um eine gute Beziehung bemühen. Immerhin sind das auch Feinde von Frankreich, nicht nur vom Kirchenstaat. Dementsprechend werden wir, glaube ich, gleich mal wieder nach Österreich gehen und dort die Beziehung verbessern. Das ist, glaube ich, nicht so verkehrt, liebe Leute. Okay. Richtlinien des Kardinals verstimmen den Adel. Seitdem wir einen unserer Kardinäle zum Minister unserer Regierung ernannt haben, ist er weit darüber hinausgegangen, nur theologische Einblicke zu liefern und hat die Administration von Kastilien grundlegend erneuert. Leider können seine Vorschläge zur Zentralisierung der Macht nicht umgesetzt werden, ohne die Autorität der Adligen zu beschneiden. Diese betrachten ihn mittlerweile als Opportunisten. Ihn an dieser Stelle aufgrund dieses Disputs seines Amtes zu entheben, würde wahrscheinlich bedeuten, dass wir seine Loyalität verwirken. Die Edelleute, die aufgrund seiner Pläne Verluste machen würden, erachten dieses Opfer jedoch als sinnvoll. Oh, das klingt spannend. Der Minister weist uns den Weg in die Zukunft. Wir bekommen plus eine Unruhe wieder, aber Autonomie minus 0,05 und in Extremadura erheben sich nochmal adlige Regimenter. Oder wir entlassen ihn. Und Salamanca verliert den Kardinalssitz. Moment, Kardinalssitz heißt also, das ist wirklich einer unserer Kardinäle, ne? Ja, in Salamanca.
Das werden wir nicht machen. Nein. Also wenn der Adel aufbegehrt hier mit 73% Einfluss, dann soll er kommen. Das ist uns jetzt egal. Wir marschieren hier direkt hin. Und natürlich werden wir nochmal schön Geld verlieren. Sehr schön. Na, wobei, das geht ja aktuell. Wird sich aber gleich ändern. So, Kriegsreparation kriegen wir auch immer. Noch so, die werden natürlich erobern, weil wir wieder zu weit weg sind, aber das ist dann halt so. Wir werden sie direkt stellen und vernichten. Ja, wir kriegen hier immer noch keine Ruhe rein. Es bleibt nach wie vor einfach extrem, ja, von extremer Unruhe geprägt. Also die iberische Hochzeit, die hat uns hier doch vor kleine Probleme gestellt. Und auch Extremadura erhält jetzt hier blöderweise 10 Autonomie. Das ist echt ärgerlich. Auch hier oben, Asturias hat das auch. Ist eigentlich Asturias? Moment mal gerade. Nee, nicht Unruhe, nicht Kulturen. Politisch Terrain. Nee, lass mal. Wo ist denn das politisch? Stände. Gehört noch dem Adel. Mindestautonomie 25%. Aber wenn ich jetzt hier die Autonomie ändern kann, steht hier doch minus 25. Dann bleibt das bestimmt bei 25% hängen, oder? Kann nicht unter 25% gesenkt werden, davon Adel kontrolliert. Ja, kann ich denn? Ja, dann nehmen wir denen das jetzt weg, Asturias hier. Das ist mir jetzt langsam auch zu bunt, muss ich sagen. So, wir holen uns das zurück. Die Loyalität sinkt auf ein Minimum. Der Einfluss mit 6,9% kriegt aber zum Glück auch endlich mal einen Hit. Und der Landanteil wird abgesenkt, das ist okay. Unruhe plus 5, na. Aber wir machen das jetzt. Wir wollen jetzt dem Adel zeigen, wer der Herr im Hause ist und werden hier mal die, ja, illoyale Stände, das ist klar, das gibt hier Unterhalt Armee plus und Regeneration Rekrutenreserve minus. Das ist dann halt so. Wir können es jetzt aktuell nicht ändern, das muss so sein. Extremadura hat in alle Provinzen Flussübergänge, das ist sehr blöd. Auch Salamanca, Castilla, Madrid, aber nicht aus Toledo. Dann machen wir das doch so. Haha. Damit wir hier keine Abzüge mehr bekommen. Wir sind ja nicht von vorgestern. So, und der illoyale Stand der Adel ist uns auf jeden Fall im Zweifelsfall unwichtiger wie die Kurie und unser guter Papsteinfluss. Deswegen müssen wir hier auf jeden Fall weitermachen. So, 26,6%. Wir bräuchten jetzt 25 Einfluss, um das nochmal hochzuschießen. Das ist natürlich echt viel. Aber nun gut. So, wir marschieren weiter. Ohne Unterlass geht es hier voran. Ja, die Unruhen sind immer noch da. Aber demnächst kommt es hier am 15. November endlich zur Schlacht, dass wir Extremadura hier weghauen können. Und jetzt können wir hier auch die Autonomie zurücksenken, die sich nochmal erhöht hat. Na super. Doof, sind wir immer noch bei 33,5, dann hat das ja gar nicht so viel gebracht. Mist. Und wir haben 4,4 Unruhe auch hier oben. Also das wird jetzt hier interessant. Ich denke mal, ich werde gleich mal gucken, wo die höchste Unruhe ist und da die Truppen platzieren oder sie ein bisschen aufteilen. So, England hat alle ausländischen Schulden von Portugal beglichen. Okay, wir können nur darüber lachen, über das Fehlmanagement. Die haben sogar einen General mit 1,4,0. Holy shit. Aber der hilft ihnen auch nicht wirklich. Allerdings nochmal 3000 Mann verloren. Sehr ärgerlich. Na gut. Okay, ich hoffe, das hat es mit den Events jetzt langsam auch aber mal hinter sich, dass wir hier nicht die ganze Zeit irgendwelche Hits bekommen in der Stabilität oder in unseren Unruhefaktoren. Braunschweig, unrechtmäßiges Gebiet im Meppen. Okay. Das interessiert uns ja auch wirklich wenig. Ach so, Tanga ist bald mit der Kernprovinz fertig. Im Februar 69 war das genau. So, wir haben jetzt Extremadura besetzt.
Unruhe 0. Und wir werden auch hier die Autonomie ebenfalls absenken. Na gut, es geht nur auf 25%, das habe ich jetzt vergessen. Mist. Na gut, aber ein bisschen was hat es ja trotzdem noch gebracht, denn wir brauchen Einnahmen, Einnahmen, Einnahmen. Ihr seht es hier. Das ist wirklich nicht ohne. Wollen wir jetzt die höchsten... Ja, wir haben also Truppenkontingente. Am schlimmsten sind sie in Granada mit 16.000 und 14,5. Hier jeweils sind sie nicht mehr ganz so schwierig. Die würden auch nur in Rioja und Asturias aufkreuzen, hier die fratizellischen Heretiker. Vor denen habe ich auch noch gut Respekt. Die marokkanischen, da brauchen wir eigentlich nicht viel. Das wird eh abnehmen in Tanga. Wir kriegen ja auch bald das hier weg. Also das sollte dann eigentlich ganz gut funktionieren, denke ich mal. Okay. Dann schicken wir die hier nach Granada. Die haben ja immer noch 6,9 Unruhe. Und spalten dann ein paar Truppen ab, die wir nach... ja, ich würde schon fast sagen, nach Asturias dann schicken. Dass die hier oben Ruhe bewahren. Okay. So, wir werden natürlich auch unseren Armeeunterhalt hier wieder reduzieren. Okay. Gut. So, das ist bald zum Glück fertig. Das dauert gefühlt aber ewig. So, hier ist die Unruhe jetzt auch runtergegangen. Das heißt, es dauert jetzt noch länger, bis die in Granada auftauchen würden. Sind aber schon bei 50%. Oh, okay. Vielleicht sollten wir hier dann... Wie viel haben wir denn hier? Vielleicht sollten wir dann hier... Wir haben jetzt hier 19 und 9. Halbieren fände ich zu heftig. Dann schaffen wir das vermutlich nicht. Ich will hier schon 20.000 stehen lassen. Wir haben hier 29.000 maximal. Das heißt also... 1, 2, 3, 4, 5. 1. Nicht alle. Moment. 6, 7... Ja. Acht. Ne? Wählen wir mal die Einheit aus und bringen sie hier oben erstmal nach Asturias. Ich glaube, das ist durchaus in Ordnung. Wie viel würden die? 8.000. Ja, das sollten wir dann eigentlich hinkriegen. Also da gehe ich schon mal von aus, dass das funktioniert. Okay, Überdehnung ist ja bald hoffentlich kein Thema mehr. Wenn die mal endlich fertig sind hier unten. Gott, dauert das lange. Ich krieg die Krätze. Ah, so, dann haben wir es vielleicht auch mal irgendwann. So, Kerr-Provinz, yay, nach 1000 Jahren ist, naja, gefühlt 3 oder 4 Jahren ist die endlich mal fertig. Erhöhte Kosten für Umwandlung in Kerr-Provinz. Ach, deswegen dauerte das so lange. Aha, 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 aha. Deswegen hat das so lange gebraucht. So, wir können Tanger jetzt in einen Staat umwandeln. Ja, Einkommen wird erhöht. Das sollte auf jeden Fall gut passen. Jetzt können wir natürlich hier wieder eine Kernprovinz machen. Auch das kostet 52. Machen wir aber direkt, ist ja klar. So, jetzt haben wir hier auch nur noch 5 Unruhe. Hat jetzt zwar relativ viel gekostet, aber gut. Okay, die Marokkaner 4,8. Also das ist jetzt eigentlich... Wenn wir hier die Dings stehen lassen, die Festung, ist das eigentlich kein großes Problem. Das dauert, bis sie das erobert haben mit 8000 Mann. Das sollte wirklich kein großes Ding mehr sein. Anstieg. Hm. Na gut, okay. Dafür haben wir jetzt aber hier Zentralisierung erhöht. Hm. Okay, wir könnten jetzt natürlich eine Sache nochmal probieren. Gucken. Ne, die Missionierung ist immer noch zu schwach. Also da bräuchten wir dann wirklich mindestens unseren Inquisitor, um hier die Mission in Tanger voranzubringen. Und das wird uns natürlich dann auch Unruhe wieder bescheren. Das heißt, wir müssten Truppen abstellen. Frage ist nur, welche Truppen? Wir haben ja nicht mehr so viel. Können wir noch welche bauen eigentlich? Haben wir noch was frei?
1. Naja, besser als nichts. Also eine Einheit können wir noch bauen. Waffenträger kostet ja auch nur 10. Bauen wir mal direkt hier in Tangier. Warum eigentlich nicht? Dann haben wir direkt dort schon mal eine stehen. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Allerdings habe ich so das Gefühl, dass das ein bisschen wenig ist. So, jetzt wollten wir eigentlich in Österreich noch Beziehungen verbessern. Das hatte ich ganz vergessen, den letzten Diplomaten nochmal loszuschicken. So, das mit dem illoyalen Stand, das wird sich natürlich langsam wieder auf 40% zu bewegen. Dauert aber ein bisschen. War auch nötig, weil mit 65% sind die immer noch sehr gut dabei. Und wir können jetzt immerhin in Asturias hier, naja, 1498 in 30 Jahren mal irgendwann hier die Autonomie runtersetzen. Bisschen unglücklich gelaufen. Das sind dann halt auch so die, ich sag mal, die Stellen, wo ich teilweise die Mechaniken auch nicht so genau weiß. Das ist immer ärgerlich, wenn man dadurch so merkt, dass man so kleine Rückschläge erleidet. So, wir haben irgendwann mal am 17. November 1470, das ist leider auch noch etwas länger hin, können wir endlich mal auf Diplomatie-Schwerpunkt gehen. Mal gucken. Ja, der Nachfolger ist für Diplomatiepunkte sogar noch besser geeignet. So, Eroberung gegen Marokko haben wir verloren, das ist aber auch in Ordnung. Waffenruhe mit Österreich läuft aus. Und mit Jolof und Marokko erst 1479. Das ist, denke ich mal, auch mehr als in Ordnung. So, Marokko haben Kanarische Inseln überfallen. Ja, du, die können wir jetzt nicht auch noch beschützen. Ja, Unruhen. Gibraltar ist es am höchsten. Wir können natürlich auch ein bisschen aufteilen hier. Wisst ihr was? Das machen wir mal. Ziehen wir mit drei Kavalleristen nach Gibraltar und mit den anderen dreien ziehen wir mal nach Almeria. Da müssten wir doch eigentlich hier diese Unruhe ein bisschen verringern können, oder? Müsste das nicht möglich sein? Ich will das auf jeden Fall noch probieren. Moment, ja, Staatsehe mit Portugal. Legitimität minus 3. Es sei denn, die hätten jetzt aktuell umkämpfte Nachfolge, haben sie nicht, dann lehnen wir das natürlich ab. Das ist ja Quatsch, wir können das ja auch selber entscheiden, wenn wir das machen wollen. Tut es denn hier eine Auswirkung haben? 50% sind es jetzt schon, Gibraltar immer noch 6,0. Oder sinkt das gleich wieder ab, wenn wir einen Monat gewartet haben? Das weiß man bei diesem Spiel ja nie so genau. Schulden wurden wieder beglichen. Ja, etwas ist es runtergegangen, aber nicht viel. Na gut. Besser als gar nichts, hätte ich jetzt gesagt. Selbst Granada hat hier noch 4,2. Ja, das ist halt so. Hier ist immerhin die Unruhe nur bei 3. Aber irgendwann werden wir hier auf Probleme treffen. Das ist leider so. Da müssen wir dann rechtzeitig die Dinge erhöhen hier, die den Unterhalt erhöhen und die Truppen wieder zusammenführen. Aber da werde ich ein Auge drauf haben. Nun gut, aber das wäre es erstmal für die heutige Folge. Was haben wir hier noch? Marokko akzeptiert den Friedensvertrag mit Portugal. Das ist interessant. Wow. Okay, Marokko hat. Oha. Tritmelilla, Casablanca, Fez, Abda, Meknes, Tadla und Dukala an Portugal ab. Ihr seht es da unten auf der Karte auch schon. Marokko wird 13 Dukaten zahlen. Nun ja, der Frieden kostet Portugal 42 und die Kriegsgrunderoberung erleidet Portugal eine Grundbeziehungsmaß von 22,2 durch aggressive Expansion. Das heißt, die haben gleich jede Menge Aufstände, kann ich euch jetzt schon sagen. Aber sie haben hier portugiesisch Maghreb. Zentralmarokko hier, fast komplett. Auch Garb. Oh Mann. Krass. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig hier. Oh Mann, also Portugal. Mäh. Mäh. Portugal, Portugal, Portugal. Was macht ihr hier? Ja, trotz historischer Freundschaft müssen wir gucken, dass wir uns hier nicht ins Bockshorn jagen lassen. Genau, wir können dann, ja,
im Prinzip jetzt nur noch mal schauen, dass wir langsam aber sicher unseren Start hier verbessern und erweitern. Naja, okay, das wär's erstmal für die heutige Folge und für die Staffel. Liebe Leute, Kastilien ist gewachsen, Navarra ist integriert, Aragon und Neapel sind Juniorpartner geworden. Und wir haben hier Tangier erobert und so langsam aber sicher kommen wir hier tatsächlich auch ein bisschen voran. Provinz zurückgeben? Nee, auf gar keinen Fall. Das werden wir nicht tun. Ja, wir haben immer noch mit Unruhe zu kämpfen in Granada und Tanga lassen wir deswegen auch schön unsere Festung. Oben in Toledo ist es nicht so wichtig. Hier oben in Asturias haben wir auch Truppen hingestellt. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Staffel wieder, liebe Leute. Also übernächste Woche, jetzt gibt es erstmal 6 Tage wieder Crusader Kings 2. Das lasse ich ja immer im Wechsel laufen hier mit Europa Universalis 4 Kastilien. Und auch da freue ich mich wieder sehr, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, so wie eigentlich immer. Und ja, das können wir mal wegklicken hier. Ansonsten wünsche ich euch noch alles Gute, einen schönen Tag und bis bald, euer Tastenhauer. Ciao, ciao.